So spricht der Herr, kommt her mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Der heutige Sams war ja ein Sonntag in Anything But Name. Und vielleicht haben Sie das schöne Wetter ausgenutzt, um einen Spaziergang zu machen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen von diesem Spaziergang heim und stellen fest, dass Sie Ihren Geldbeutel verloren haben. Natürlich gehen Sie sofort die Spazierstrecke ab und suchen links und rechts des Weges und auf dem Weg in der Hoffnung, den Geldbeutel wieder zu finden. Aber es nützt nicht, so sehr Sie auch suchen. Bis es dunkel geworden ist, haben sie ihn nicht gefunden und dann brechen sie die Suche ab und gehen etwas frustriert nach Hause. Und dann kommt jemand und sagt: Ja, Sie schauen aber traurig aus, und Sie sagen dann: Ja, ich habe meinen Geldbeutel verloren, jetzt habe ich ihn den ganzen Tag gesucht und nicht gefunden. Und dann sagt dieser jemand: Such jetzt nochmal bei der Dunkelheit. Und obwohl das sich wie Schwachsinn anhört, suchen sie und tatsächlich im Dunkeln finden sie den Geldbeutel. Und der ist nicht nur wieder da, sondern es ist noch viel mehr Geld drin, als sie ursprünglich reingetan haben. So ähnlich muss man sich diese Szene vom wunderbaren Fischfang vorstellen. Denn so schwachsinnig, wie es ist zu sagen, wenn du den Geldbeutel bei Tag nicht gefunden hast, dann such bei Nacht. Genauso schwachsinnig ist es einem Fischer zu sagen, wenn er in der Nacht mit seinen Netzen nichts gefangen hat, es am Tag nochmal zu versuchen. Netzfischen funktioniert am Tag nicht, weil dadurch das Sonnenlicht
der See zu hell ist, die Fische sehen das Netz und schwimmen drumherum. Das geht nur in der Nacht. Und dass dann, wenn Petrus und die Jünger das versuchen, nicht nur ein dummer Fisch drin hängt im Netz, der halt irgendwie nachts dann noch so weit oben am See war und in das Netz am Tag so weit oben war und trotzdem in das Netz rein schwimmt, sondern dass sie quasi viel mehr gefangen haben, als sie in der Nacht jemals hätten fangen können, das macht es ganz eindeutig. Hier geht es nicht um ein besonderes Ereignis der Fischereigeschichte, sondern um ein regelrechtes Wunder. Diese Geschichte vom wunderbaren Fischfang, sie gehört zu den sogenannten Naturwundern. Zu den Naturwundern, im Unterschied etwa zu den Heilungsgeschichten, wo Kranke geheilt werden, zu den Naturwundern gehören auch so bekannte Geschichten wie die Brotvermehrung oder der Seewandel, wo Jesus auf dem See geht und den Seesturm stillt. Mit diesen Naturwundern haben viele Menschen Probleme. Die junge Mutter, von der ich am Anfang erzählt habe, hat mir gesagt, dass ihr Sohn, obwohl erst im Grundschulalter, sie gebeten hat, ihn vom Religionsunterricht abzumelden, weil er diesen Schwachsinn sich nicht mehr anhören kann, dass jemand übers Wasser gehen kann. Das sei doch nicht möglich. Bei diesen Naturwundern, und ich finde es erschreckend, dass im Religionsunterricht offenbar nur die Geschichte erzählt wird, aber nicht, worum es da eigentlich geht. Bei diesen Naturwundern geht es nie um den Buchstaben der Geschichte, sondern immer um eine tiefere Botschaft. So ähnlich wie bei einer Fabel, die Fabel vom Hase und Igel, die kennen Sie ja bestimmt, wo der Hase und der Igel wetten, wer schneller laufen kann. Der Hase natürlich siegessicher ist, der Igel aber deswegen gewinnt, weil er sich mit seiner Frau verabredet und die Frau quasi am Ziel schon wartet. Und der Hase dann ganz verdutzt ist, dass ein Igel schon im Ziel ist. Und natürlich können Hasen und Igel sich nicht zum Wettrennen verabreden, darum geht es nicht, sondern es geht ja in dieser Fabel um eine tiefere Botschaft, nämlich, dass wenn zwei Kluge zusammenarbeiten, sie jemand, der physisch fitter ist, trotzdem besiegen können. Und genauso ist es bei diesen Naturwundern auch. Bei diesen Naturwundern geht es eigentlich immer darum, dass die Chaosmächte des Todes, wie zum Beispiel der Hunger bei der Brotvermehrung oder Naturkatastrophen, Naturgewalten wie der See, der Sturm auf dem See oder hier beim wunderbaren Fischfang die Armut. Wenn die Fischer keine Fische fangen, sind sie arm, dann können sie nichts verkaufen. All das sind Chaosmächte des Todes und Jesus besiegt diese Chaosmächte des Todes. Er ist stärker, er schenkt Hoffnung und Perspektive auch im Angesicht dieser Chaosmächte, im Angesicht des Todes. Die Naturwunder sind eigentlich immer kleine Ostergeschichten. Da geht es immer um die Hoffnung im Angesicht des Todes, um Hoffnung auf Vollendung, um Hoffnung, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und diese kleinen Ostergeschichten werden eben im Gewand eines Naturwunders erzählt und vor die Auferstehung platziert in den Evangelien, sind aber eigentlich immer sozusagen Vorausblicke auf Ostern. Wenn man sowas in der Schule erklären würde, hätten viele Menschen weniger Probleme mit biblischen Geschichten. Und nur wenn das so ist, nur wenn in diesem Naturwunder, wenn es da eigentlich nicht um Fische geht, sondern darum, dass Jesus hier seine göttliche Macht zeigt, dass er hier zeigt, dass er von Gott gesandt ist, um den Tod zu besiegen, nur dann wird ja auch die Reaktion des Petrus verständlich, der dann sagt, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Die Naturwunder sind immer Theophanien, wie man das nennt, da erscheint Gott, da zeigt sich Gott. Und wenn Gott sich zeigt, dann muss der Mensch sich eingestehen, dass er vor dieser Heiligkeit eigentlich nicht bestehen kann, weil wir eben nicht heilig sind. Und deswegen sagt der Petrus, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und nur dazu, nur wenn es nicht um Fischerei geht, sondern darum, dass Jesus die Chaosmächte des Todes besiegt, nur dazu passt auch, dass der Jesus dem Petrus dann ein anderes Netz in die Hand gibt. Nicht mehr das Fangnetz, mit dem er Fische aus dem See zieht und sie dann tötet, sondern ein Auffangnetz. Ein Auffangnetz für Menschen, so wie vielleicht das Auffangnetz, das im Zirkus unter einem Hochseilakt gespannt wird, damit der Artist, wenn er fällt, eben nicht zu Tode stürzt. Im griechischen Original sind dafür das Wort fangen auch zwei verschiedene Verben gebraucht. Einmal eben das Einfangen im Sinne von sich jemandes habhaft machen und im anderen Fall
das auffangen. Denn nur dann, wenn hier sich der Gott offenbart, der die Macht des Todes besiegt, nur dann ist es ja sinnvoll, dass Jesus zu Petrus sagt, du wirst jetzt mit mir Menschen fangen. Das heißt, du wirst mir helfen, dieses Fangnetz der Hoffnung unter der Menschheit aufzuspannen, damit die Menschen eben nicht in die Verzweiflung angesichts des Todes stürzen. Das Gottvertrauen, das Vertrauen darauf, dass seine Liebe stärker ist als der Tod, kann ein solches Auffangnetz unter meinem Leben spannen. Dafür wäre die Kirche da, diesem Gottvertrauen zu dienen und an diesem Auffangnetz mitzuknüpfen, für alle Menschen ohne Vorbedingungen zu stellen. Und zur Glaubwürdigkeit der Kirche muss es eben zwingend gehören, alles, wirklich alles zu tun, um nicht selbst Menschen in den Abgrund zu stürzen, nicht selbst Menschen durch das, was ihnen widerfährt, so zur Verzweiflung zu bringen, dass sie sich zum Beispiel das Leben nehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass solche biblischen Bilder und Metaphern wie diese Naturwunder richtig verstanden werden und so verkündigt werden, dass man an sie glauben kann, ohne dass man seinen Verstand vorher an der Garderobe abgeben muss. Dass man an sie glauben kann, weil man ihre tiefere Botschaft versteht. In diesem Fall also die Hoffnung auf Vollendung, die Hoffnung im Angesicht des Todes, die Hoffnung, dass Gott ein Auffangnetz unter unser Dasein gespannt hat. Die Kirche hat also viel zu tun, wenn sie endlich wieder ein Werkzeug werden will, das ein solches Auffangnetz unter der Menschheit aufspannen kann. Viel zu tun, eine fast so schwierige Aufgabe wie bei Nacht einen Geldbeutel zu finden.